So, herzlich willkommen. Heute habt ihr mit mir das Vergnügen. Ich bin der Nils Frommold und zwar live aus meinem kleinen Kraftraum. Ja, was habe ich für euch vorbereitet? Einfach mal 30 Minuten einen kleinen Rumpf-Athletik-Block. Wir machen am Anfang so 2-3 Minuten Aufwärmung, damit wir so ein bisschen reinkommen. Und dann machen wir einen Athletikblock von ja, ungefähr 25 Minuten. Ja, die Übung erkläre ich euch einfach dann kurz bevor sie anstehen. Von daher fangen wir einfach mal ganz normal an mit Aufwärmen. Also ich finde es selber immer ganz angenehm, wenn man vorher so ein leichtes, aktives Durchstretchen macht. Und da habe ich einfach zwei Übungen, die ich euch jetzt einfach mal zeige. Ja, von daher fangen wir einfach mal an. Die erste nennt sich Around the World. Ist eigentlich ja, so ein Klassiker, den man so ein bisschen beim Fußball wahrscheinlich gesehen hat. Von daher Ausgangsposition, Beine ungefähr auf Hüfthöhe. Und dann machen wir erstmal so einen leichten Ausfallschritt. Runter, gehen so leicht in die Dehnung. Dann bewegen wir den Ellbogen Richtung Fuß runter. Gehen schön mit dem geraden Rücken runter. Und dann drehen wir uns erst auf die eine Seite auf, dann auf die andere. Und dann strecken wir das Bein so leicht durch. Dabei ist alles eine dynamische Übung. Eigentlich macht man das jetzt so als Ausfallschritt quasi wie in so Wandern. Weil hier einfach ein bisschen der Platz fehlt, machen wir es einfach hin und her. So, nochmal Ausfallschritt. Leicht in die Dehnung, es ist alles flüssig. Hüfte schön parallel halten. Eine Seite aufdrehen. Andere Seite aufdrehen. Und die leichte Dehnung nochmal kurz dehnen. So, und nochmal pro Seite insgesamt viermal. Runter, Ausfallschritt, Ellbogen Richtung Knie. Und alles als flüssige Bewegung. Andere Seite aufdrehen. Und jetzt nochmal die hintere Oberschenkel. Zack. Andere Seite. Ausfallschritt. Hier stabil, 90 Grad Winkel. Probieren weitestgehend durchgestreckt zu bleiben. Runter, aufgedreht. Aufgedreht. Und so, die Hälfte haben wir. Noch zweimal pro Seite. Ausfallschritt, wir gehen leicht runter, probieren hinten die Streckung. Hier alles parallel angespannt. Jetzt mit dem geraden Oberkörper runter. Ellbogen Richtung Boden. Aufdrehen, aufdrehen. Das ist wirklich als runde Bewegung. So. So, jede Seite noch einmal. Fangen wir mit rechts an. Schön raus. Ellbogen runter. Aufdrehen. Andere Seite. Und Bein gestreckt. Letzter Durchgang. Linkes Bein nach vorne. Wer will, kann hinten auch leicht vorne auf die Zehenspitzen gehen, um an die Wade noch ein bisschen anzudehnen. Runter, 90 Grad Winkel. Gerade Oberkörper runter. Aufdrehen. Andere Seite aufdrehen. Und weiter durchdrehen. So, das haben wir geschafft. Man merkt direkt, so alles irgendwie mal durchgedreht. Bisschen Ellbogen, bisschen Oberkörper, Hüfte durchgedreht. Man merkt direkt, man fühlt sich ja, mobiler. Die zweite Runde sind die sogenannten Handwalks. Ausgangsposition ist die gleiche. Quasi schulterbreit, also Fuß sind schulterbreit. Und jetzt gehen wir mit den Händen zum Boden. Jetzt machen wir diese leichte Vorwärtsbewegung und gehen in so einen fliegenden Plank runter. Halten das kurz und jetzt wandern wir mit den Füßen quasi unseren Arm entgegen, bis wir den immer weiter nähern. So, deshalb möglichst mit gestreckten Beinen. So, das machen wir nochmal. Dabei wirklich darauf achten, es ist dynamisch, also man muss gar nicht so extrem in die Dehnung reingehen, sondern nur so ein leichtes Ankicken. So, nochmal runter. Leicht nach vorne laufen, also das ist ja sowieso der Headwalk. Jetzt in diese fliegende Plank. Kurz halten, anspannen und jetzt wandern wir mit den Füßen Richtung Arm, dabei halt wirklich durchzustrecken und die Ferse ist auf dem Boden, so weit wie man kommt, maximal natürlich nur bis zu den Händen. So, das machen wir auch wieder viermal.
machen wir die dritte Runde. Nach vorne ran. Gut halten. Jetzt am Anfang kann man auch wirklich schön die Ferse auch so runterdrücken, so dynamisch. Und noch ein letztes Mal. So, ja, denke mal, jetzt sind wir ein bisschen, haben wir uns ein bisschen warm gemacht. Man merkt direkt so, ja, ja, dass man so ein bisschen bereit ist auf das, was jetzt einfach kommt. Das ist einfach so ein bisschen so, ja, so dass man sich so daran erinnert. Und ich finde es einfach auch angenehm, wenn man alles einfach mal so ein bisschen anspannt. Oder so durchspannt. Ja, und ihr seht, es bei mir hier ein bisschen wenig Platz. Also ich sage, eigentlich wollte ich das Auto machen, aber ja, irgendwie hat sich der Wettergott halt anders entschieden. Deswegen müssen wir das halt hier machen und ja, funktioniert halt alles, aber mein Trainingsraum ist halt auch nicht für die Kameras ausgelegt. Ja, was kommt als nächstes? Jetzt kommt der Hauptblock. Und zwar ich mache das so, dass ich vier Runden mache. Vier Runden mit jeweils zwei Übungen, sprich acht Übungen. Immer zwei Übungen in einen Block. Ein Block dauert 6 Minuten. Wir machen immer 40 Sekunden Anstrengung, 20 Sekunden Pause. Das heißt quasi zwei Übungen, immer wechseln, drei Runden und dann haben wir quasi einen Block, sechs Durchgänge. Und davon machen wir vier Stück. Acht Übungen, jeder Block mit 2, 40, 20 und so kommen wir auf die 24 Minuten und haben unser Workout eigentlich schon geschafft. Ja, es ist nichts Spezielles. Rumpf ist Rumpf. Darauf konzentriere ich mich heute, also dass man einfach genau das, was man eigentlich überall braucht, sowohl zum Schwimmen, dass man hier nicht rumwackelt, genauso beim Laufen und auch Radfahren, wenn man in der Mitte richtig stabil ist, wirkt sich das natürlich positiv auf die Verletzung, auf die Verletzungsminimierung, aber halt auch einfach auf die Technik, oder die wirkliche Technik aus, beziehungsweise wenn man dann halt müde wird, dass man da halt auch wirklich weiterarbeiten kann und nicht irgendwie in sich reinsackt. Ja, jetzt habe ich schon viel zu viel geredet. Lass uns einfach anfangen. Ich sage immer vor so einem Block die beiden Übungen an. Die werden dann auch noch für Runde zu Runde schwieriger. Und dann machen wir quasi die 6 Minuten aktiv und dann erkläre ich euch den nächsten Block. Ja, der erste Block ist quasi zwei Übungen. Die erste ist ein Bergsteiger. Also wir gehen quasi in diese Liegestütz-Ausgangsbewegung. Und jetzt machen wir hier ein bisschen stabil. Schultern, also ist quasi wie so eine Rampe, also quasi gestreckter Rücken. Man merkt hier Brust ein bisschen raus und jetzt arbeiten wir die Knie Richtung Ellbogen und das machen wir jetzt dynamisch, also wie so ein Bergsteiger, quasi so. Das ist die erste Übung und die Übung, die da zum Wechsel kommt, ist halt der klassische Plank beziehungsweise der Unterarmstütz, der sich von Runde zu Runde ein bisschen variiert. Von daher, ja, lass uns nicht viel reden. Lass uns einfach anfangen. Und zwar mit dem Bergsteiger. So, ich sage euch an. Und noch zwei und acht. Dabei wirklich darauf achten. Die Arbeit kommt aus den Beinen. Hüfte ist durchgestreckt. Hals ist Verlängerung zur Wirbelsäule. Und dann arbeiten. Ich hab's geschafft. Und stopp. So. Kurz durchschnaufen. Jetzt kommt dann der Unterarmstütz. Ich denke, müssen wir nicht groß was erklären, das wird jeder kennen. Fangen wir an. Dabei wirklich drauf achten. Ellbogen sind ungefähr auf der Höhe von den Schultern. Die Wirbelsäule ist leicht durchgedrückt. Der Hintern ist angespannt. Und den Bauchnabel, den zieht man so vom Gefühl her so ein bisschen nach innen, sodass es wirklich man im Rumpf eigentlich stabil ist und möglichst wenig Bewegung im ganzen Kasten drin ist. Das
Das halten wir in der ersten Runde einfach. Jetzt haben wir 30 Sekunden haben wir. So, noch 3, 2, 1 und stopp. So, jetzt kommt hier die anstrengende Übung. Also ihr merkt schon, eine Übung ist, das gilt nicht bei allen Blöcken, aber eigentlich ist so gedacht, eine Übung ist mal ein bisschen dynamischer, die andere ist eher ja, zum Stabilisieren. So, die Runde Bergsteiger machen wir nochmal genauso. Ausgangsposition und go. Jetzt wirklich stabil bleiben, das ist langsam anstrengend. Und stopp. So, kurz durchschnaufen. Und jetzt geht's wieder in die Plank-Variante. So, bei der zweiten wechseln wir hinten die, oder heben wir die Füße und Wechsel ab. Aber erstmal, ja, gehen wir in die Ausgangsposition und los. Halten kurz für 1-2 Sekunden, finden richtig unsere Position, drücken den Hintern nochmal durch, Bauchnabel Richtung Brust, Schultern quasi so ein bisschen wie so durchhängen, dass es oben eine Linie wirklich ergibt. Und jetzt heben wir einen Wechsel, jetzt rechten Bein, jetzt das linke Bein, rechte Bein, linkes Bein. Rechtes Bein und linkes Bein. Rechtes Bein und linkes Bein. Und ach, haben wir schon wieder. Stopp. So, ja, dritte Runde. Und Bergsteiger. Jetzt probieren wir es beidbeinig, die beidbeinige Variante. Quasi genauso wie vorher, nur beidbeinig hin, beidbeinig her. Das ist nochmal eine ganze Ecke anstrengender. So, und go. Und jetzt wirklich eigentlich keine Pausenbewegung. Vorne bewegen, vorne bewegen. Jeder findet seinen Rhythmus. Darauf achten, dass es wirklich 40 Sekunden ganz schön lang sein werden können. Hälfte haben wir. Soll ich nochmal kurz durchschnauben? So, 10. Und stopp. So. Nochmal einmal Plank. Und dann haben wir den ersten Block auch geschafft. Puh. 5 Sekunden Pause. 3, 2, 1 und go. Jetzt arbeiten wir in den Diagonalen, sprich wir hängen das linke Bein und das linke Bein gegen den gegenüberliegenden Arm und den rechten an und halten es kurz. So, 21, 22 und dann geht's. 21, 22 und dann geht's. 21, 22. Dabei wirklich darauf achten, stabil bleiben in der Hüfte. Wer es nicht schafft, der mach aber entweder nur die Beine, beziehungsweise gar nichts, also lieber mal und stopp. Also lieber eine Übung nicht ganz so schwer zu machen, dafür sauber, wie eine Übung halt auf Teufel komm raus mit einem zu hohen Schwierigkeitsgrad. Von daher lieber bei den Basics bleiben, davon hat man mehr davon, wie wenn man in Schönheit dann quasi die Übung auch nicht sauber ausführt. Ja, das war der erste Block. 3 kommen noch, von daher machen wir direkt mit dem zweiten weiter. Das ist, die eine Übung ist für den Bauch, das ist das klassische Rudern. Das ist die Ausgangsposition, hier wirklich immer probieren gerade zu bleiben. Stolze Brust.
Bein leicht angestrengt, das ist die Außenposition. Und jetzt gehen wir wie so ein Rudel. Erst die Knie zur Brust, dann nach vorne, kurz halten. Und Bein. So. Und das ist wirklich die, auf dem Boden ist wirklich nur das Hinterteil. Die Beine arbeiten parallel, immer quasi in die Streckbewegung und dann die Knie wieder Richtung Brust. Und dazu kommt halt dieser klassische Ruderzug. Und dabei wirklich darauf achten, oben rum im Oberkörper wirklich gestreckt zu bleiben. Das wechseln wir mit den Planks rücklings. Sprich, wir gehen so mit Unterarm. Beine werden hinten auf den Fersen aufgestützt. Und jetzt in der Ausgangsposition drücken wir ganz normal die Hüfte hoch und probieren das einfach erstmal zu halten. So, genug geredet. Fangen wir einfach an mit dem Ruderzug. Und go. Wieder 40-20. Wirklich darauf achten. Eine flüssige Bewegung. Und zu. Knie zur Brust, zu. Knie zur Brust und zu. Knie zur Brust, Beine gestreckt. 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 Unter Rücken berührt nicht den Boden. Also wirklich. Das Einzige, was auf dem Boden ist, ist das Hinterteil. So, 30 Sekunden haben wir. 3, 2, 1 und fertig. So, das war die erste Übung. Jetzt kommen wir zu den Unterarmstütz rücklings. Aber noch haben wir 10 Sekunden Pause. Daher machen wir uns mal mit langem Bereich. Ellbogen sind ein bisschen weiter als Schulterbreite und drücken jetzt hoch. Kinn und Hals ist ungefähr eine Verlängerung vom Oberkörper, also das ist eigentlich wie so eine Linie von den Fersen bis zur Nasenspitze geht. Also wie so eine Skisprungschanze. Und das halten wir jetzt mit möglichst wenig Bewegung drin. Aktiv, richtig aus dem Hintern. Hintern zusammenkneifen und die Hüfte Richtung Himmelrücken. So, das ist immer. 5 Sekunden brauchen wir noch. 3, 2, 1 und Pause. So, bei den Rudern machen wir jetzt ein bisschen schwieriger. Und zwar machen wir das so, dass wir diese Seitwärtsruderbewegung auf die linke Seite machen. Also Ausgangsposition ist genau die gleiche. Und jetzt bewegen wir unsere Hände Richtung Ferse auf der einen Seite und machen quasi die Ruderbewegung als seitliches Rudern. Zack. Wer kann, berührt auch mit den Fingerspitzen immer die Fersen. Das machen wir erstmal nur zur linken Seite und dann nächste Runde dann zur anderen Seite. So. Drei, eine Wiederholung noch und stopp. So, das haben wir. Das ist im Kasten. Jetzt geht es wieder auf die Plank rücklings. Kurz nochmal durchschnaufen. Nochmal hier mit dem Uso, dass ich die auch sehe. So, noch 3, 2, 1 und hinter noch. Jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Wir wechseln die Beine, heben wir abwechselnd in die Höhe. So, fangen wir rechts an. Kurz haltend, linker Fuß. Aber wirklich darauf achten, Hüfte bleibt stabil, Hüfte sackt nicht ein. Also wer merkt, dass eine Hüfte ansackt, der lässt es vielleicht erstmal sein mit den Fersen zu strecken. Also wirklich nur, wer hier stabil bleibt. Sonst macht bitte die Übung erstmal so in der einfachen Ausführung. Und wenn ihr dann irgendwann mal so weit seid, könnt ihr es dann einen schwereren Zeitpunkt noch euch erschweren. So, fertig, das haben wir. Jetzt machen wir hier die Ruderbewegung auf die andere Seite. Haben wir jetzt noch 5 Sekunden.
kurz nochmal durchschnaufen. 3, 2, 1 und gut. Ich genau die gleiche Bewegung. Jeder hat jetzt irgendwie seine Traumseite und seine weniger gute Seite. Auch dabei achten, Knie wenn möglich zusammenbleiben. Und jetzt wirklich diese Seitwärts-Rotation sauber ausführen. Die Übung möglichst kontrolliert ausführen. So, jetzt schaffen wir. Noch 10 Sekunden. So, noch einmal. Und das haben wir. Ja. Jetzt kommt wieder die letzte Runde von dem Unterarmstütz rücklings. Und eben haben wir das gestreckte Bein angehoben. Jetzt beugen wir es leicht bis 90 Grad. Fangen wir jetzt mal an und los. Also die Ausgangsposition wieder. Gestreckt leicht nach oben. Dann so bis 90 Grad und wieder zurück. Und Seitenwechsel. Leicht hoch. 90 Grad und wieder zurück. Dabei wirklich achten, dass man hier aus der Hüfte nicht so rotiert, sondern die Hüfte bleibt immer parallel. Bewegt sich eigentlich gar nicht. Das Einzige, was sich bewegt, ist jeweils das eine Bein. Knie zur Brust und zurück und runter. Anderes Bein hoch, Knie Richtung Brust, streckt und runter. Hoch, Knie zur Brust und zurück und fertig. Ja, Halbzeit. Vielleicht trinken wir einfach mal einen Schluck. Es ist noch zwei Blöcke vor uns. Der nächste Block ist quasi die etwas dynamische Übung. Ist ein Seitstützwandern. Also wir gehen in den Seitstütz, wobei die Füße leicht versetzt voreinander sind. Hier würde ich darauf achten, Oberkörper gestreckt, eine Linie. Und jetzt drehen wir uns leicht ein. Drehen wir uns leicht ein. Langsam. Oh, und hier ist die Nase. Und hier halten wir. Stopp jetzt kurz ab, halten kurz. Und drehen uns wieder in die andere Richtung. Hier kurz halten. Und zack. Das ist die eine Übung. Ich nenne sie ja, Seitstützwandern. Und die andere ist eine klassische Rückenübung. Erste Runde Beine fest, oder ja, Bauchlage. Zehenspitze fest den Boden drücken, Uhr halte und das ist erstmal die erste Übung, einfach erstmal nur halten und das wird dann von Runde zu Runde noch ein bisschen schwieriger. So, fangen wir an mit dem Seitstütz, dann noch 5 Sekunden, 3, 2, 1 und go. So, die ist richtig kontrolliert bis zur Hälfte und die zweite Hälfte ist schnell und dann halten. Langsam zur Mitte, kurz halten und zack. Kontrolliert bis zur Mitte, langsam, 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 Hüfte nachdrehen, alles parallel und zack. Und noch eine andere Seite. Mann, 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 kurz halten und aufdrehen. Mann, 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 Mann. Und aufdrehen. Eine Wiederholung noch. Und stopp. So, mein Flex links nach vorne schieben. So, das war die erste Übung. Die zweite ist wieder halt die Rückenübung mit der U-Halter. Jetzt haben wir noch 3 Sekunden und go. Dabei würde ich darauf achten, Beine sind hinten gestreckt, Hintern ist angespannt, Halsverlängerung zur Wirbelsäule, also wirklich gerade, Blick nach unten. Und Ellbogen, Schulter, Hand ergibt quasi eine U-Form. Und das halten wir. Brust ist abgehoben. Also so, dass es richtig schön in den Rücken geht. Schulterblätter sind so leicht zusammengedrückt. Also, so, also die Schulterblätter quasi so zueinander drücken, sodass obenrum zwischen Schulterblättern auch gut Spannung drauf ist. So, und stopp. So, gehen wir nochmal zum Seitstütz. Jetzt haben wir noch 5 Sekunden Pause.
3, 2 und go. So. Und da will ich darauf achten, dass der Oberkörper stabil, Oberkörperhüfte stabil bleibt. Eine Linie ergibt. Und so ist ungefähr Schulterblätter auf einer Höhe. Zack. Wer sich dabei sicher fühlt, kann das wirklich als flüssige Bewegung machen. Hier kurz zum Halten. Hier kurz diese Stoppbewegung auch aktiv wirklich machen. So. Einen Schlüssel noch. Und so, haben wir's. Jetzt die nächste Runde für den Rücken. Das ist quasi Ausgangsposition die gleiche. U-Halte. Aber diesmal bewegen wir die Schulterblätter aktiv zusammen. Ausgangsposition fangen wir jetzt an. Hintern angespannt, Knie durchgestreckt, Ferse auf dem Bodenrücken, U-Halte. Und jetzt werden richtig die Schulterblätter zusammengeschoben. Und die Bewegung kommt wirklich aus den Schulterblättern. Das Einzige, was sich jetzt bewegt, ist quasi, sind die Arme. Daumen gehen nach oben, zeigen wir nach oben, Hände sind gestreckt. Einmal noch hoch, runter und stopp. Ja, sind wir schon bei der letzten Wiederholung von Seitstütz. Und dann sind wir auch schon beim Finale. Razzifazzi geht die halbe Stunde hier rum. Naja, so, aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal Ellbogen wieder, Hüfte wieder hoch. Und fangen wir an, uns zu bewegen. Zack. Und Spannung halten. Zurück. Halten. Hälfte haben wir. Kann man Haken machen, glaube ich. Aber die Übung noch nicht. Da gehen wir nochmal in die Ausgangsposition. Beide werden aktiv reingedrückt. Gehen in die U-Halte. Jetzt machen wir es so. Wir strecken immer also überall Spannung drin. Fangen wir an. Ein Arm strecken nach vorne, der andere bleibt ganz normal. Aber wir verlieren nicht die Spannung. Also die Spannung ist überall. Also ist überall wieder vorhanden. Brust ist leicht angehoben. Blick ist nach unten, Hals ist gerade. Und jetzt bewegen wir uns nach vorne. Und das Einzige, was sich bewegt, ist der eine Arm, den wir quasi von der U-Halte auflösen und in die Steckung gehen. So, linker Arm nochmal. So, Oberarm ist immer ungefähr auf der Höhe von dem Ohr. Zack. Und stopp. Das war die dritte Übung. Die vierte Runde machen wir eigentlich nur eine Übung, aber die finde ich super effektiv, weil sie halt Koordination fördert. So ein bisschen diese Laufimitation. Also es ist quasi alle Muskelgruppen, die man speziell fürs Laufen auch braucht, werden halt auch angesprochen. Und halt auch gerade diese Kreuzkoordination, wie man sie beim Laufen braucht. Also wenn das linke Bein arbeitet, arbeitet halt der gegenüberliegende Arm, in dem Fall dann der rechte. Ja, nehmen wir nochmal kurz einen Schluck. Ich mache die Übung einmal kurz vor. Und dann machen wir jede Seite dreimal. Wie vorher. 40 Sekunden Aktion, 20 Sekunden Pause. So, ich probiere mal hier möglichst mittig mich hinzustellen. Ich hoffe, ich bin jetzt so gut in der Kamera. Das ist die Ausgangsposition. Bein ist stabil. Die Knie leicht so nach vorne gebeugt, also nicht gestreckt, sondern wirklich hier so, dass man einen gesunden Stand hat. Ein bisschen so von der Ansteuerung muss man sich so vorstellen, dass man quasi hier den Ballen
hier die Außenseite und hinten die Ferse. Das sind so diese drei Punkte. Also das heißt dann auch die Dreipunktbelastung. Und da muss man sich quasi konzentrieren, dass diese drei Punkte unabhängig voneinander auf den Boden drücken. Und so hat man eigentlich einen festen Stand. Das ist die Ausgangsposition. So, das ist eine einbeinige Übung. Und jetzt gehen wir quasi wie in so eine Standwaage. Probieren die Hüfte stabil und gerade zu lassen. Jetzt geht der Arm quasi Richtung Boden. Jetzt lösen wir das auf in den Kniehub. Also ihr merkt schon, obwohl ich die Übung auch wirklich regelmäßig, unregelmäßig mache, habe ich dabei auch meine Probleme. Weil sie halt wirklich alles irgendwie auch anspricht. Und ja, man dehnt natürlich beim Runtergehen der Standlage auch ein bisschen so die hintere Seite. Also wie gesagt, es ist halt von allem irgendwas dabei. Deswegen finde ich diese Übung, oder gerade deswegen finde ich die Übung auch super effektiv. Aber genug gequatscht, fangen wir einfach mal an. Ich habe hier die Uhr im Blick und fangen wir an. Linkes Bein als erstes unten und go in die Standwaage. Also mit dem passiven Arm können wir so ein bisschen austauschen, also ein bisschen ausbalancieren. Nochmal in die Standwaage. Also wirklich auch nur so runterkommen, wie man noch die Balance halten kann. Der Fuß ist durch den Boden. Standlage, jetzt schon. Das ist halt wirklich einfach. Juhu. Von der Zeit reden und arbeiten gleichzeitig. Stopp ist jetzt auch nicht unbedingt die Männerstärke. Sondern man muss sich halt auf eine Sache konzentrieren. ich fange an abzulenken. Das hilft jetzt uns auch nicht weiter. Von daher gehen wir auf die andere Seite. 90 Grad Winkel und Aktion. Fingerspitzen Richtung Boden. Wirklich konzentrieren, dass man einen stabilen Halt hat. Und jetzt arbeiten. Zack, den Boden. Und die Arbeit. Und ich weiß jetzt nicht, wie das so aussieht bei mir von der Seite. Theoretisch. Da kann halt nur eins. Theoretisch muss halt wirklich die Ferse, die Hüfte und der Oberkörper eine Linie ergeben. Aber ich denke, bei mir ist da auch noch jede Menge Potenzial, um mich zu verbessern. So, eine Runde haben wir, zwei müssen wir noch. Und go. Wirklich, der komplette Körper muss angespannt. Hüfte, wenn möglich, nicht aufdrehen, also auch parallel bleiben, dass man hier wirklich, jetzt wenn es schwierig wird, das immer noch einbewegen, nicht so aufdrehen, wenn man es leichter macht, dann ist es ja genau das, was wir trainieren wollen. So. Juhu. Und stopp. So, andere Seite. Hälfte haben wir. Kurz durchschnaufen. Okay, zu liegen. Anyway, weiter geht's. So, Knie hoch. So, und stopp. Sieht man direkt, wenn ich halb so viel rede, kriege ich die Übung auch direkt mal ein bisschen besser hin. Ja, großes Finale, jede Seite noch einmal. Und dann haben wir eigentlich die halbe Stunde heute auch schon geschafft. So, nochmal fokussieren.
den Stand suchen, Knie leicht oder leicht so in diese Ausgangsposition und weiter geht's. Die Standwaage. Standwaage. Das Halten. Flüssige Bewegungen möglich. Weiter. 10 Sekunden. Und stopp. Also ich meine, der es dann auch noch sich ein bisschen schwerer machen will, der kann natürlich in die Hand, die Richtung Boden geht, immer noch ein Gewicht in die Hand nehmen, irgendwie so ein Kettlebell oder ja, einfach irgendwas halt ein bisschen schwieriger ist, das macht die Übung halt einfach auch noch ein bisschen schwieriger oder irgendwas, was ein bisschen wackelt unter den Fuß packen, damit da halt auch dieses, damit der einfach auch noch mehr arbeiten muss, um die Stabilität zu halten. Fangen wir aber an, 40 Sekunden und gucken. Also es gibt genügend Möglichkeiten, es einfach also so eine Übung auch noch schwieriger zu machen oder man macht so ein, bindet sich ein Theraband fest und hat quasi diesen Zug von der Seite, um es da einfach auch hier fürs Knie noch ein bisschen mehr reinzunehmen, dass es halt auch eine Linie bleibt. Also die Kreativität ist da wirklich keine Grenzen gesetzt. So, machen wir noch dreimal. Eins. Zwei. Und drei. Zack. Ja, das war es jetzt auch von mir, von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also ich hoffe, ihr habt auch vielleicht die eine oder andere Übung jetzt gefunden, die vielleicht so noch nicht kanntet oder die vielleicht für euch auch einfach gut ist, in euer Athletikprogramm aufzunehmen. Wie gesagt, nichts ist jetzt kein Hexenwerk, aber ich denke, man muss auch nicht immer ein Hexenwerk machen. Viel wichtiger ist eigentlich, konstant Übungen 2 bis 3 Mal die Woche auch durchzuziehen. Davon hat man mehr wie eine Monster-Session zu machen, in der man halt probiert, alles Mögliches unterzubringen. In dem Sinne, ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir irgendwie weiterhin auf meinen Weg auch irgendwie folgt. Also klar, ich bin in Social Media überall aktiv. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn es Fragen zu dem Video gibt, hier drunter einfach posten. Gerne auch Feedback, pipapo. Und dann würde ich mich natürlich noch mehr freuen, wenn ich das nächste Mal euch auch sehe und nicht nur ihr mich. Weil, da macht es dann doch ein bisschen mehr Spaß, wie wenn jeder alleine seinen Workout macht. Aber ich meine, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber irgendwann wird es dann soweit sein und dann werden wir es wieder genießen. In dem Sinne, ja, wie gesagt, es hat aufgehört zu regnen. Von daher ist ein guter Abschluss für den heutigen Tag. Schöne Grüße, schöne sportliche Grüße aus Freiburg. Euer Nils.